über die Dynamik zwischen den beiden Dualseelen. Die offene Dualseele, oft als Loslasserin bezeichnet, meistens die Frau, trägt ihr Herz vor sich her. Energetisch gesehen ist es oft gar nicht im Brustkorb verankert, sondern so ein Stück davor. Diese Frau zeigt ihre Gefühle, sie drückt sie aus, sie ist eine gebende Natur, sie ist hilfsbereit bis zum Umfallen, bis zur Selbstverleugnung. Sie ist liebevoll, sensibel und sie wünscht sich nichts mehr als die Nähe zu einem geliebten Menschen, zu ihrem geliebten Dual. Die verschlossene Dualseele, häufig als Gefühlsklärer bezeichnet, trägt das Herz nicht vor der Brust, sondern tief in seinem Brustkorb verschlossen, meist hinter dicken Mauern. Er zeigt sich nicht. Er ist verschwiegen, unnahbar und man hat den Eindruck, er möchte gar nicht teilnehmen an dem lebendigen Geschehen. Er ist sehr zurückgenommen, er ist wie eine Festung. Wie eine dunkle Festung, die weder gesehen noch erobert werden möchte. Die Frau, die das Herz so vor sich herträgt, ist natürlich außerordentlich verletzlich, dadurch, dass sie ihr Herz nicht schützt. Der Mann schützt sein Herz nur allzu gut, sodass in der Dynamik zwischen beiden Dualseelen es fast immer die Frau ist, die ihre Schmerzpunkte getriggert bekommt. Es ist die Frau, die leidet und ihr übermäßiges Sich-Ausliefern bezahlen muss. Der Mann, der diese unnahbare Festung ist, kommt gar nicht in die Situation, verletzbar zu sein. Allerdings zahlt auch er dafür einen hohen Preis. Und das ist der Preis, dass er mit seinen eigenen Gefühlen kaum in Kontakt ist. Dass ihm die Lebendigkeit fehlt. Dass man manchmal den Eindruck hat, man hat eine Skulptur vor sich. Er ist in seinem emotionalen Spektrum sehr viel gleichmäßiger. Da er sich ständig verschließt, kommt es dort kaum zu emotionalen Bewegungen.
Die Frau hingegen wird hin und her geworfen von ihrer Freude und dann auch wieder ihrer Traurigkeit. Für die Festung Mann sind Gefühle eine Bedrohung. Er will sie nicht haben. Er möchte lieber funktionieren, sich kontrollieren und den Teil seiner selbst, der das Leben wirklich lebenswert machen würde, schiebt er weg. Das hat er schon immer getan. Und wenn er jetzt auf sein Dual trifft, ist er vielleicht zum ersten Mal in seinem Dasein konfrontiert mit der Tatsache, dass Gott das nicht so toll findet und dass Gott etwas anderes mit ihm vorhat. Ich muss jetzt mal ordentlich laut sprechen, weil hier so ein lauter Brunnen ist. Aber den möchte ich euch unbedingt näher zeigen. So. Und so wie dieser Brunnen sprudelt, während eines Tages die Gefühle von dem verschlossenen Mann aus der Versenkung heraufkommen, darauf könnt ihr euch schon freuen. So sieht es dann in seinem Inneren aus, so ungefähr. Eben deshalb, weil die weibliche Dualseele für den Mann zunächst wie eine Art Bedrohung erscheint, hat man als Frau das Gefühl, dass er einen als Feind betrachtet, was völlig irritierend ist. Denn unter dieser Abwehr der Gefühle, unter dieser Mauer, spürt die hochsensible, feinschwingende, empathische, sensitive Dualseelenfrau selbstverständlich die Liebe. Sie kann mit ihrem Röntgenblick das Herz hinter den Stahlwänden erspähen. Und sie sieht darin die Liebe, die dort eingeschlossen ist, hinter sieben Türen, hinter sieben Riegeln. Es dauert lange, bis man gelernt hat, diese Abweisung des Gefühlsklärers, ich finde dieses Wort so schauderhaft, aber ich sage es jetzt doch nochmal, weil es ja so bekannt ist, nicht auf sich selbst zu beziehen. Dass man nicht denkt, oh Gott, bin ich zu hässlich? Bin ich zu alt? Habe ich was Falsches gesagt? Warum? Wieso? Nein, es hat nichts mit uns als Personen zu tun. Wenn man sagen würde, es hat etwas mit uns als Personen zu tun, dann würde ich es eher genau gegenteilig bewerten, gerade weil er uns im Grunde so liebenswert und anziehend findet, ist es für ihn so ein Schock, so eine Gefahr. Wären sie nur eine oberflächliche Liebelei, ein Flirt, etwas, was man so am Rande mitnimmt, hätte er überhaupt keine Probleme, sich zu öffnen, in Anführungsstrichen. Aber er würde natürlich auch nicht dieses tiefsitzende Herz öffnen, wo noch nie vorher jemand dran gewesen ist. Es geschieht alles zum ersten Mal. Zum ersten Mal nähert sich ein Mensch seinem
Herzen, seiner größten Kostbarkeit. Und tatsächlich ist das Herz seine größte Kostbarkeit. Und deshalb verschließt er es so. Und er hat auch das Recht dazu, er darf es. Es ist seine Entscheidung. So wie die Frau entschieden hat, ihr Herz vor der Brust zu tragen, wo es auch nicht hingehört. Im Laufe des Prozesses nimmt die offene Frau ihr Herz zurück und tut es hinter das Brustbein, hinter die Rippen, wo es auch wirklich hingehört. Und der Mann schiebt es ein wenig nach vorne. Es findet dieser Ausgleich statt, die Harmonisierung. Hola. Hola. Ja, das waren gerade zwei spanische Mädchen, die etwas Geld brauchten, was ihnen für die Busfahrt fehlte. Das habe ich ihnen natürlich gerne gegeben. Die waren auch sehr süß, wie alle Spanierinnen hier. So, also, die Harmonisierung. Ich suche mir noch mal schnell etwas besseres Licht. Ja. So wie ich die beiden Dualseelenpartner hier skizziert habe. Es ist natürlich nur eine grobe Skizze. Es ist eine Verallgemeinerung. Und man kann in einem YouTube-Video ja hauptsächlich nur mit Verallgemeinerungen arbeiten. So sind sie am Anfang ihres Weges. Und es gibt auch Ausnahmen. Es gibt auch verschlossene Männer, die doch hin und wieder ein Kompliment machen können oder auch mal ein Gefühl zeigen zwischendurch. Wo das Pokerface etwas aufgelockert wird. Und es gibt auch offene Frauen, die natürlich, wenn sie verletzt worden sind, wenn sie getriggert worden sind, sich verschließen für eine Weile. Ich wünsche euch, dass ihr euren geliebten Dualseelenmann so nehmt, so annehmt im Herzen, wie er ist, so wie er jetzt ist. Und dass ihr auch euch selbst annehmt, so wie ihr jetzt seid. Gute Nacht.